So, moin Leute, heute haben wir was ganz Spezielles vor. Wir haben heute ein Paket abzugeben. Jeder wird ihn wahrscheinlich kennen, der öfters in meinen Livestreams ist. Balverboy, aka Max, glaube ich, heißt er. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal nach Köln, hole einen Freund ab und dann fahre ich mit dem Freund zu Max und klinge bei ihm an der Haustür und mal gucken, ob er sich freut, wenn ich vor der Haustür klinge und vor der Haustür stehe und ihm dieses Paket da unten überreiche mit meinen Energy Drinks drin. Er hat sie gekauft. Er hat, glaube ich, eine ganze Packung gekauft, also ein ganzes Paket mit 24 Stück. Also eigentlich hat er nur 20 gekauft für, keine Ahnung, 26 Euro oder so. Oder 20 Euro plus Versand. Aber dafür versende ich das jetzt nicht, sondern fahre zu ihm hin. Und ja, ich schenke ihm einfach die anderen 4. Das sind 24 drin, ich schenke ihm einfach die anderen 4 auf Ehrenbasis. Und ja, ich bin gespannt, ob er sich freut. Das ist das erste Mal, dass ich einen Zuschauer besuche. Ich würde sagen, wir setzen uns ins Auto. Und ich habe mir den perfekten Tag ausgesucht. Weil, wie man sieht, so Leute, Pickelzeit ist zurück. Alter, Leute, ich sehe aus, ey. Leute, wir müssen tanken. Ich komme das nicht an. Ohne Witz, Leute, ne? Die Scheiße kostet 1,45 Euro pro Liter, ey. Gestern war aber 1,34. Hätte ich mal getankt, ey. Ich Vollidiot. Leute, wisst ihr, was das Geilste ist? Ich stehe da gerade drin und denke so, was habe ich eigentlich im Kofferraum? Ich habe 24 Energies im Kofferraum. Und was muss der Nico sich unbedingt holen an der Tankstelle? Ein Energy Drink, Leute. So, ich habe mir extra den günstigsten für 1,19 Euro geholt, weil Tankscheine sind immer so teuer. Ich kaufe immer, wenn ich tanken gehe, ein Energy. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde das voll geil, ey. Wir sind jetzt gleich bei meinem Kollegen angekommen. Ich stehe hier gerade noch an der Ampel, stand gerade ein bisschen im Stau, aber wir sind gleich soweit. Das heißt, wir sind gleich bei meinem Kollegen angekommen. Guck mal, der Luxuskarosse. Oh, angeh. Paket. Ja, sind sogar, danke, sind sogar ein paar mehr drin. Du weißt noch, Max, oder nicht? Ja. Aber steht das echt oder der Name oder ist das eine Abkürzung? Ja, ich heiße eigentlich Maximilian, aber. Meine Eltern dachten, ich bin so mit meinem Namen. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt so, der schmeckt einfach scheiße. Also, wie schmeckt er? Also, reicht auf jeden Fall. So schwer aufzunehmen. Aus der Luft. Normalerweise Red Bull, ne? So wäre ein geil. Denke ich auf jeden Fall. Mach ich ein paar Storys und dann schmeckt hier. Bisschen Wodka rein. Ne? Kauft euch die Dinge auch. Sonst komme ich zu euch nach Hause. Auf jeden Fall echt nice. Mit raus. Ja, komm. Ja. Ich hab viel zu viel drin. Hier, der Kameramann. Ich nehme. Ja, sogar kühl, ne? Das ist das Gute dann. Pfeffer schmeckt echt gut. Hier, ich mach dir einen auf. Dann nehme ich den anderen. Das ist super nett. Extra für dich. Ja, auf jeden Fall geil. Und schmeckt dir? Ja, das schmeckt auf jeden Fall gut. Ist halt, sagen wir mal, für den Preis ist es auf jeden Fall gut, ne? Schmeckt echt gut für den Preis. Schmeckt? Ja. Haut rein. Zuckerschock intus. Jawohl. Dann bedanke ich mich. Ja, ich bin hier auch, ne? Ich habe wieder Zoom dabei. Machen wir noch ein Foto? Können wir machen. Ich gucke das Handy raus. Habe ich ein Foto für Instagram. Ja, könnt ihr vielleicht gesucht im Lied sturmfrei. Aber der war echt nett, ne? War okay.